Hallöchen und willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer Runde City Skylines. Wir sind zurück in der wunderschönen Stadt Naumburg. Und ich habe mir endlich ein paar Mods runtergeladen. Ich habe noch nicht getestet, ob sie gehen. Es sieht so bis jetzt aus, vom ersten Eindruck, als ob sie nicht installiert sind so richtig. Denn damit könnte ich jetzt sehr schöne Kreisverkehre bauen, aber das funktioniert irgendwie noch nicht. Da muss ich wohl noch mal in der nächsten Episode gucken oder ein bisschen vorher mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich jetzt hier unbedingt jetzt einen Kreisverkehr bauen. Komme was wolle, weil denn hier geht ja, hier geht einfach gar nichts. Hier ist Stau ohne Ende. Nur brauchen die halt extrem viel Platz. Und dann muss ich jetzt erstmal planen, wie ich das am besten hinkriege. So, von hier kommen viele und von dort kommen viele. Wenn ich jetzt hier den Kreisverkehr hinmache, müsste ich erstmal etliches abreißen. Möchte ich diese Straße jetzt schon abreißen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Pausemodus. Und dann bauen wir einfach mal um. So, dann reißen wir alles hier noch weg, die Straße. Wir können ja dann alles wieder neu hinstellen. So, gucken wir mal, wie der Kreisverkehr am besten passt. Theoretisch, dass die Straße da auch nicht mehr reingeht. Am besten wäre dann hier einen Kreisverkehr. Wir kriegen ja nie im Leben einen Kreisverkehr, weil das ist schon der Güterbahnhof. Dann müssten wir das komplette Viertel hier abreißen. Oh, das gibt nachher Ärger. Da werden die Leute sich aber ärgern. Keine Arbeit mehr. So, das kann ich hier noch abreißen, das kann ich abreißen. Das kann ich theoretisch abreißen und das auch. Und die Straße kann ich auch noch abreißen zur Not. Und der ist immer noch viel zu groß. Wir können aber noch die Gebäude umsetzen. Ist ja theoretisch egal, wo die sind. Hallo, warum gehst du nicht... Jetzt gehst du mit dran wieder, sehr gut. Dann gehst du da noch mit da drüben hin. Erst wollen sie nicht ran und dann wollen sie doch ran. So, jetzt wollen sie ran. Legen wir dann noch die Heizungsrohre wieder mit hin. Wir haben ja ein bisschen Kohle übrig, ne? 1,6 Millionen, da kann man ruhig mal ein bisschen was investieren. Das sind einfach normale Betriebe, die können wir wegreißen. So, und dann schauen wir mal. Hier würde ich jetzt einen Kreisverkehr hinbekommen. Bringt mir das dann was? Dann habe ich hier extrem Stau in dieser Kreuzung. Am besten wäre der hier hinten dran, aber das geht nicht. Ne? Oder kann ich den irgendwie drehen, wie ich möchte? Ne, da dreht nur die Karte. Müsste ich ihn doch hier, kriegen ich, da ist der Bahnhof echt im Weg. Das ist schlecht geplant. Müsste ich nochmal den Bahnhof verlegen, müssen wir nochmal den Bahnhof verlegen, hilft für alles nichts, wir verlegen den Bahnhof. Nicht abreißen, verlegen. Der muss an eine Straße, ich setze ihn erstmal woanders hin. Ich knall erstmal nur schnell hier dran. Und reiß hier das alles nochmal mit weg. Setz jetzt hier den Kreisverkehr ran. Ich würde den gerne drehen. Jetzt müsste ich nur wissen, wie ich den drehen kann. Geht nicht. Ich kann ihn nicht drehen. Hier drehe ich nur die Map. Und bei der Mod, die ich runtergeladen habe, müsste das dann gehen, wenn ich Steuerung C drücke, aber es tut sich nichts. Dann ist nämlich alles frei bewegbar. Das ist nur dieser Kreisverkehr, der ist ja viel zu groß. Den hatte ich mir mal runtergeladen. Dann müssen wir den wieder nehmen.
So, hier geht es dann in die Richtung und hier geht es dann nur in die eine Richtung. Wer hat hier Vorfahrt, können wir nochmal schnell schauen. Ist halt ein Kreisverkehr, theoretisch müssten ja die warten. So, dann können wir das noch wieder mit hier anbinden. Und das warten wir ja schon als Einbahnstraße, dann machen wir das auch wieder als Einbahnstraße. Ja, das ist mir klar, das will ich nicht so. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier wieder diesen Zug mit dran bringen. Die Straße geht auf jeden Fall jetzt, die ist nicht für einen Zug gedacht. Die soll dann wieder hier mit hin. Naja, macht einen ganz schönen Knick. So, hier können wir schon wieder Industrie mit hinbauen. Und wie gesagt, mit dem Tool, was ich mir gerade habe, hier hast du mal angesehen, da kann ich dann auch festlegen, welche Straße wohin geht. Warum es nicht installiert ist, weiß ich nicht. Ich habe extra, ich habe es runtergeladen, aber das Spiel neu gestartet. Die Add-ons wurden auch runtergeladen. Ich muss nochmal gucken, ob ich hier noch aktivieren muss. Kann natürlich durchaus sein, dass ich die vorher noch aktivieren muss. Und das habe ich noch nicht dann gemacht anscheinend. So, hier muss jetzt der Bahnhof hin. Oh, das wird alles so eng. Das wird so eng. Das wird verdammt eng. So, dich nehme ich wieder. Dankeschön. Ja, das wird viel zu eng. Müssen wir das noch wegreißen? Ach nein, jetzt habe ich den Kreisverkehr weggerissen. Ach Mann. Ja, jetzt ist natürlich ein toller Kreisverkehr. So, da ist er wieder. Das ist eine Polizeiwache. Okay, darum haben die mich gefragt, ob ich sie wegreißen möchte. Die setzen wir einfach jetzt hier mit hin. Das ist normaler Betrieb. Den reiße ich noch mit weg. Die Zuglinie noch mit weg. Und jetzt probiere ich es nochmal, ob ich es hinsetzen kann. Heute wird nur ein bisschen umgebaut. Vielleicht ein bisschen die Stadt optimiert, wobei ich das noch nicht so sehe, dass ich hier was optimiere. Weil ich muss ja alles hier neu setzen. Okay, da können wir die Brücke theoretisch, die können wir wegreißen. Reißen wir alles weg. Die Straße reißen wir weg. Das Teil setzen wir auch nochmal um. Gerade hat es hingepasst. So. Das kommt dann hier hinten mit hin. Dich nehme ich wieder und knalle ich jetzt da dran. Hier bauen wir wieder Industrie mit hin. Und natürlich hier auch. Dafür war es gedacht. Im Kreisel machen wir keine Industrie. Selbst schon die stellen den Obzug optimal, wenn die Autos dann hier auf einmal halten müssen, wenn die Spuren blockieren. So, dann auf zur Schiene. Bin ich hier beim Straßentools mit? Natürlich nicht, die ist dann hier wieder irgendwo. Wo ist die Eisenbahn? Da ist die Eisenbahn. So, der Zug kommt jetzt hier. Das soll gehen, ja. Okay. Na, wenn die sagen, dann geht das schon. So, können sie jetzt von jeder Richtung wieder befahren. Das passt soweit. Die Brücke ist weg. Hier werden wir noch die Straße auf jeden Fall upgraden zu einer zweispurigen.
Bringt das was? Bringt das was? Bringt das was? Hier geht's nur in die Richtung. Da, zack, zack. Weil ich hätte doch immer ein bisschen mehr Verkehr. Dann bauen wir hier wieder Industrie mit hin. Und gucken wir uns dann gleich mal das Chaos an, was wir jetzt hier geschaffen haben. Denn ich denke mal, hier wird es gleich tierisch abgehen. So, wir gucken noch nach Wasser. Wasser ist vorhanden, Kreisverkehr ist angeschlossen. Ich habe noch Bedenken, dass es jetzt dann hier sich einfach nur staut. Der da, okay. Zack, hier, ihr könntet eigentlich... Ne, wir gucken uns das mal an, wo sie dann stoppen sollen. Hier stoppt ihr am besten. Dass die alle hier rechtzeitig reinkommen. Die müssen dann alle wieder hier raus. Ich ahne schon, dass es hier sich dann staut. Aber wir gucken uns das jetzt an und Feuerwerk. Hier, warum stoppt ihr so doll? Das stört mich schon wieder. Einfach fahren. Weil da ein Stoppschild ist. Das Stoppschild weg. Stoppschilder im Kreisverkehr sinnlos. Also machen wir die alle wieder weg. So, die drehen hier hinten, fahren hier rein und fahren wieder raus. Und das passt eigentlich. Also es ist auf jeden Fall flüssiger als vorher. Und was sagt meine... 86%. Ich hatte, glaube ich, vorher nur 84. Aber hier ist halt auch schon wieder rot, ne? Hier ist schon wieder rot. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Vor allem die Straße war ja auch komplett rot. Die ist jetzt okay. Hier ist es okay. Hier muss dann der nächste Kreisverkehr hin oder irgendwas. Und hier natürlich auch. Also hier ist ja total alles versumpft. Die Straße könnten wir noch upgraden. Weil das Upgraden bringt ja theoretisch auch nichts. Es gewittert schon wieder. Hab mich schon wieder gewundert, was hier los ist. Man könnte halt die jetzt noch upgraden zu einer zweispurigen. Dann sieht das so besser aus. So, hier hinten fährt jetzt keiner mehr lang, weil man muss ja nicht unbedingt. Die werden da lang fahren. So, Industrie braucht man anscheinend gar nicht mehr. Die ist auch komplett leer. So, das Viertel, das braucht Wasser. Jo, hier fehlt sogar welches. Dann setzen wir noch mit Wasser hin. Bauen noch ein paar Straßen. Und erweitern das Gebiet noch ein bisschen. Da möchte ich eine gerade Straße haben. Wie gesagt, mit den Add-on kann ich dann, wenn ich jetzt STRG und C drücke, komplett frei bauen. Dann bin ich auch nicht mehr an solche Stellen hier gebunden. Dann kann ich die Straßen setzen, wie ich möchte. Kann sie noch verschieben. Wie ich halt Bock habe. Wenn ich keine Lust habe, habe ich halt keine Lust. Aber ich kann es halt setzen, wie ich möchte. So, hier kommt ein bisschen höher. Wertige Gebäude oder mit mehr Wohnraum. Dann bauen wir hier noch eine schöne Wasserleitung ran. Dann habt ihr auch alle Wasser. So, hier kommen schon wieder die nächsten Leute. Was fehlt euch? Nicht genügend Kunden, ja, die sollten jetzt hier eigentlich dann bald da sein. Und anscheinend wollen immer mehr in Büros arbeiten. Denn wir brauchen Büros. Das heißt, wir gucken mal, was passiert, wenn wir das jetzt hier alles wegmachen.
und hier Büros hinsetzen. Wasser ist da. So, jetzt kommen halt Büros hin. Was fehlt euch? Oh, das kenne ich noch gar nicht, das Symbol. Abgebrannt. Ui. Wie sieht's denn aus, feuerwehrtechnisch? Ja, hier fehlt eine Feuerwehr. So, da haben wir hier eine Feuerwehr. Hier sind überall kleine Feuerwehren. Da hinten ist noch eine große. Hier können noch eine kleine mit hin. So, noch eine kleine Feuerwehr dabei. Schultechnisch, wie sah es da aus? Fehlt hier auf jeden Fall eine Grundschule. Oberschule, wo haben wir die? Das ist die Oberschule. Die haben wir dort noch, das passt soweit. Kapazität ist okay. Hier ist Kapazität okay. Und Universität auf jeden Fall noch vorhanden, Kapazitäten. Gesundheitstechnisch. Haben wir hier nur was und da was? Kapazität ist genug da. Bestattungswesen, da ist auch noch genug da. Da brauchen wir also eigentlich nichts bauen. Öffentlicher Swimmingpool. Wenn er überdacht wäre, okay, würde ich ihn bauen, aber so passt er nicht im Winter rein. So, hier kommen Büros hin, das ist sehr gut. Bauen wir noch eine Straße hier rüber. Und setzen die hier hinten mit dran. So, da haben wir das auch verbunden. Müssten wir hier eigentlich auch noch eine zweispurige Ringstraße bauen. Dann passt das nämlich wieder. Setzen hier noch ein paar Büros mit hin. Gucken nach dem Wasser. Wasser passt. Verfügbar, Heizung ist genug. Und hier Wasser, da ist genug da. Da ist auch genug da. Gucken wir nach dem Strom. Da haben wir auch genug Leistung. Hier brennt's. Wo kommt die Feuerwehr? Oh, die Straße ist jetzt nicht mehr angeschlossen. Stimmt, da war ja was. Und es ist ja, glaube ich, nur eine Einbahnstraße. Oder was war die? Ja, die war eine Einbahnstraße in die Richtung. Möchte ich die da mit ransetzen? Wo setze ich die am besten mit ran? So, setzen wir da mit ran. Hier brauche ich theoretisch keine Ampel. Hier brauche ich nur ein Stoppschild, dass die warten müssen. Weil der Rest kann ja fahren. Die können ja nicht viel verkehrt machen. Und hier hinten brennt alles ab, weil die Feuerwehr das Ziel nicht erreicht. Die Feuerwehr ist verantwortlich, kam aber nicht hin. Mein Fehler, sorry. So, wird die Straße jetzt noch ein bisschen genutzt? So, wie sieht es jetzt aus? Ja, hier hinten sieht es jetzt gegen vorher nicht mehr so rot, ne? Hier ist dafür rot. Verlassen, verlassen. Bestimmt wegen vielem Verkehr kommen nicht mehr genug Leute ran. So, als nächstes müssen wir die Straße noch angehen. Das gefällt mir auch nicht. Aber ich kann nicht überall einen Kreisverkehr bauen. Müsste hier auch noch einer hin. Dann würde es besser rollen. Hier müsste noch ein großer Kreisverkehr hin. Eigentlich auch wie der, das reicht. Zur Not könnte man den ja, ne? Ah, den kann ich aber doch nicht. Den gibt es nicht als einspurig. Den gibt es dann als einspurig. Das ist schon fett. Das schaue ich mir dann an, ob ich das noch verändern werde. Was ist hier los? Mülldeponie, kein Platz mehr. Dann mal bitte entleeren. Was ist jetzt das Richtige? Ne, Entleerung stoppen. Ne, wird entleert.
Und hier hinten war doch noch Mülldeponie. Die können wir benutzt werden. Die ist auch noch nicht voll. Und euch können wir abreißen. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Leute, bitte. Das heißt, wir werden das Viertel jetzt noch kurz ein bisschen erhöhen. Mit der Bevölkerungsdichte. So, was gibt es hier noch für schöne Straßen eigentlich? Mit Bäumchen rundherum. Mit Bäumen an der Seite, okay. Geschwindigkeit 40, Geschwindigkeit 40. Haben die alle 40? Ja, alle 40 mit Geschwindigkeit. Zweispurige kleine Industriestraße. Naja, okay. Was ist da die Geschwindigkeit? Auch 40. Dann ist es eigentlich egal. Wenn es 40 ist, ist es okay. So, die Bäume hier, die sterben alle ab, ne? Im Industriegebiet und Bäume, das passt nicht so wirklich. Hier sieht es okay aus. Wir brauchen immer noch viel mehr Gewerbe anscheinend oder Bürogebäude. Die wollen alle nur noch in Büros arbeiten. Hier haben wir ein Bürogebiet. Hier ist ein bisschen Büro. Und hier ist einfach mal, hier geht gar nichts. Weil die auf die Autobahn wollen und die wollen runterfahren. Oh, hier ist echt viel Verkehr. Die können ja zur Not noch die Straße. Ja, nutzen auch immer mehr die Straße. Weil da läuft es flüssiger. Also hier Kreisverkehr hin. Da ein Kreisverkehr hin. Aber das probiere ich dann wirklich mit der neuen Mod zu machen. Da werde ich dann nochmal nachher, wenn ich nicht aufnehme, nochmal gucken, wie ich das hinkriege, dass die läuft. Und dann zeige ich da euch den perfekten Kreisverkehr. Versprochen. Der wird richtig... Mua, wird der. Der wird gut. So, hier kommen wir nochmal dran. Nicht ganz rund. Gefällt mir nicht. So ist rund. Komischer Kreis hier. Dann können wir theoretisch nochmal hier eine Straße durchbauen. Und überall noch Häuser hinsetzen. Und es donnert schon wieder. Wasser ist vorhanden, das passt soweit. Hier entstehen auch immer mehr Häuser. Ich hoffe mal, die müssen nicht jetzt hier drüben arbeiten. Hier könnte man auch noch eine Autobahn lang ziehen, dass die da richtig schnell hinkommen. Das ist ja die Autobahn, ne? Ja, ist die Autobahn. Müssen wir hier ein Autobahnkreuz bauen. Gibt es die noch? Ja, die gibt's. Könnte man dann hier einen Autobahnkreuz bauen? Weil die Auffahrt brauche ich ja theoretisch nicht mehr. Würde ich dann hier das Kreuz hinsetzen. Hier das Kreuz hin. Zack, zack, zack. Das werden wir gleich noch machen. Wir setzen aber erstmal jetzt das Teil um. Kann ich nicht verschieben, weil es nicht leer ist. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Und ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Also dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei einer neuen Folge City Skylines. Und die Stadt ist doch schon ganz schön groß. Wir können mal rauszoomen. Ist doch schon hier eine richtig große Stadt eigentlich. Es sind zwar erst zwei Kacheln, aber da geht noch was, ne? Also bis dahin, schaltet auch morgen wieder ein. Und tschüssi, euer Rob.